Ich bin eine starke Frau, weil egal was mir passiert ist, ich bin immer aufgestanden. Ich habe sehr viele Schwierigkeiten gehabt und wenn ich etwas, wenn ich gefallen bin, ich bin aufgestanden, ich habe immer 200% gegeben, nicht 100%. Und ja, dadurch denke ich, dass ich eine starke Frau bin. Ich habe sehr viel Unterstützung in Social Media. Ich bin auch sehr dankbar dafür und ich bedanke mich an jede einzelne von den Mädels, auch alle, die mich unterstützen. Ich versuche durch meine Social Media Leute zu ermutigen, vor allem Frauen. Ich möchte, dass jede Frau da draußen stark ist. Ich möchte, dass jede Frau ihre wahre Persönlichkeit zeigt. Weil in Social Media zeigt man immer diese perfekte Seite und perfekte Leben, perfekte Beziehung, perfekte Familie und das ist das nicht. Und mein Ziel ist, jetzt wo ich meine Reichweite habe, jede Frau, jede Persönlichkeit in Social Media, vor allem jugendliche Mädels, die sich blenden lassen von Social Media für diese perfekte Welt, ich möchte das ermutigen und zeigen, dass es einfach nur Instagram, nur Social Media. Es gibt eine wahre Leben und die sollen sich immer selbst treu bleiben. Und die sollen sich niemals verstellen und die sollen sich immer lieben, so wie sie sind. Und das möchte ich erreichen dadurch und ich bin sehr dankbar, dass ich das die Möglichkeit habe. Für mich ein Top 10 zu sein, ist eine sehr große Ehre. Und wenn ich nicht weiter geschafft hätte, für mich ein Top 10 zu sein, das war für mich schon das Größte, was mir passiert ist. Ich habe mich bei Miss from Germany bewusst angemeldet, weil ich wollte aus mir heraus noch mehr kommen. Ich wollte etwas Neues ausprobieren und ich wollte mich entdecken auf eine andere Art und Weise. Und das war für mich das Schönste, was mir passiert ist und ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe mich für das Recall vorbereitet. Also es gab Nächte, wo ich nicht geschlafen habe. Ich habe mir Videos geguckt. Bei uns, also mein Opa kommt aus Venezuela, der ist vor langer Zeit ausgewandert, also in jungen Jahren. Und in Venezuela ist Miss bekannt, Miss Venezuela. Und ich habe so viele, also mein größtes Vorbild ist Monica Spears. Leider ist nicht mehr da, aber ich habe immer geträumt, so wie sie zu sein. Die war eine tolle Frau, sehr authentisch und sie hat mich so viel inspiriert, sehr viele Jahre in meinem Leben. Und ja, ich habe immer ihre Videos geguckt, ich habe versucht zu laufen, durch Sport, Ernährung habe ich ein bisschen geachtet. Und ja, ich habe versucht einfach das Beste, obwohl ich keine Erfahrung habe. Ich hoffe, ich kann das Beste daraus machen. Hallo meine Lieben, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich votet bei Miss from Germany. Ich habe euch ganz oft mitgenommen, ihr wisst ganz genau, das ist ein großer Traum von mir. Und ich bin euch so dankbar für die ganze Unterstützung, was ihr mir so täglich gibt. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich auf dieser Reise begleitet würdet und ein Teil davon sein. Und ich bedanke mich von Herzen.